Hi, das hier sind Sucuk Rosenkohlspieße. Jawohl, wieder ein Rezept mit Rosenkohl und richtig, richtig lecker. Wie ihr die macht, seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere Sucuk Rosenkohlspieße brauchen werden. Los geht es natürlich mit Sucuk. Sucuk ist eine Rindswurst mit Kreuzkümmel, die bekommt ihr im türkischen Supermarkt. Ich finde die super, super lecker. Dann ja, Rosenkohl natürlich. Hier habe ich ein paar Rosenkohle, die ich vorgekocht habe. Dazu einfach wieder oben so ein bisschen einritzen, den Strunk unten abschneiden, die äußeren Blätter abziehen und dann im kochenden Salzwasser für so 5-6 Minuten kochen, damit der schon mal halt ein bisschen weicher wird. Dann brauchen wir noch geräuchertes Paprikapulver, körnigen Senf, ein bisschen Honig, Olivenöl. Dann habe ich hier noch eine Schale hingestellt, in der wir die Marinade gleich verrühren können und noch ein paar Holzspieße. Jetzt schneide ich erstmal die Sucuk klein und dann geht's weiter. Beim Kleinschneiden von der Sucuk, die braucht ihr nicht ganz so klein schneiden. Ich werde die jetzt einmal der Länge nach halbieren und dann mache ich da solche Stücke draus, dass die also fast genauso groß sind wie der Rosenkohl, dass das dann auf dem Spieß auch wunderbar zusammenpasst. So, wenn die Sucuk dann soweit vorgeschnitten ist, nehme ich mir die Schale und da kommen jetzt 2 Esslöffel körniger Senf rein. Ich habe jetzt hier in dem Glas, weil es ist quasi noch genauso viel drin. Ich habe jetzt hier 2 Teelöffel, um da besser reinzukommen, aber letzten Endes ist es von der Menge, sollte das passen. Das Rezept verdanke ich übrigens dem Martin von meisenfütterung.de. Das ist ein super Foodblog, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Der hatte im Rahmen von der diesmonatigen Zutat des Monats, der eben das Rosenkohl war, hat er das als Rezept gepostet und ich war total begeistert davon und habe gesagt, das muss ich auf jeden Fall nachmachen. So, wir haben jetzt also 2 Esslöffel körnigen Senf da drin und dann kommt jetzt ein guter Esslöffel Honig mit da dran. Dann kommt ein halber Teelöffel geräuchertes Paprikapulver. Bei geräuchertem Paprikapulver bin ich immer sehr vorsichtig, weil das wirklich sehr schnell vorschmeckt. Und da nehme ich lieber immer ein bisschen weniger als zu viel. Das könnt ihr dann, wenn ihr das nachmacht, für euch anpassen, wie es für euch am besten passt. Und jetzt kommen noch 5 Esslöffel Olivenöl damit dran. So schaut es jetzt aus und das wird jetzt alles miteinander verrührt. Wenn die Marinade dann soweit verrührt ist, kommt jetzt einfach der Rosenkohl mit da rein und die Sucuk. Dann wird das Ganze ordentlich verrührt, damit die Marinade nach Möglichkeit wirklich überall hinkommt. So, wenn das dann fertig alles verrührt ist, Deckel drauf und für 2 Stunden in den Kühlschrank zum Durchziehen. Und dann sehen wir uns wieder. So, 2 Stunden später wird es dann Zeit, unsere Sucuk-Rosenkohlspieße zu stecken. Hier habe ich Holzspieße liegen, gar nicht so groß. Es wird also eine Art Fingerfood werden. Und dann legen wir los, dass wir da jeweils Rosenkohl, Sucuk, Rosenkohl und Sucuk draufstecken. Dass das also ein wunderbar so einen Spieß halt gibt. So, die Spieße sind fertig vorbereitet. Hier habe ich noch einen kleinen Rest von der Marinade. Das werfen wir natürlich nicht weg, sondern ich nehme die Schale mit raus mit einem Silikonpinsel und da werde ich dann noch ein bisschen von der Marinade dann über die gegrillten Spieße streichen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal raus an den Grill. So, draußen am Grill, der Grill ist schön vorgeheizt. Hier sind unsere Sucuk Rosenkohlspieße und die kommen jetzt indirekt auf den Grill. Und da lassen wir sie jetzt erstmal 5 Minuten angrillen und dann drehen wir sie um.
So, 5 Minuten später müssen wir die ein bisschen drehen. Aber die sehen schon hervorragend aus. Ich denke mal nochmal 5 Minuten und dann sollten sie fertig sein. Hier ist noch ein bisschen Marinade, damit werde ich jetzt noch ein bisschen über die Spieße pinseln. Und jetzt lassen wir sie noch einfach 2 Minuten ziehen und dann können wir essen. So, unsere Spieße sind fertig und können jetzt runter vom Grill. Oh, die riechen fantastisch. Wir sehen hier, Sucuk ist richtig schön angebräunt, der Rosenkohl auch. Das riecht hervorragend. Also dann nehmen wir sie mal runter. Da sind sie also, unsere Sucuk-Rosenkohlspieße. Sie riechen hervorragend und werden wir jetzt auch mal einen probieren. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt wirklich sehr heiß sind. Sie dampfen auf jeden Fall. Ich nehme mal hier so einen Spieß weg. Sie sehen absolut fantastisch aus. Mmh. Ja, heiß. Mmh. Eine super gute Kombination. Die würzige Sucuk mit dem Rosenkohl und dem Senf und dem Honig, absolut perfekt. Martin von meisenfütterung.de, vielen, vielen Dank für dieses Rezept. Ich habe dir ja angekündigt, dass ich das machen werde. Es lohnt sich absolut, Leute. Macht das nach. Wenn ihr Rosenkohl mögt, macht das auf jeden Fall nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und mir einen netten Kommentar hinterlasst. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, blende ich euch hier oben die Möglichkeit ein. Klickt einfach dorthin, ihr verpasst so keine Folge mehr. Wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr mit einem neuen Video. An alle anderen Abonnenten, danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche, macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen.